125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kledering verdient eine angemessene Feier. Als Geschenk für die vielen Einsätze und guten Dienste wurde zu diesem Anlass ein neues Feuerwehrfahrzeug geweiht. Zünftiger Blasmusik wurde das Fest zum 125-jährigen Bestehen der Klederinger Feuerwehr begangen. Bürgermeisterin Karin Bayer überreichte stolz die Schlüssel zum neuen Einsatzfahrzeug. Passt drauf auf und tut sich nicht weh. Da muss man probieren, die Schau. Ich hätte ihn gern behalten und wäre mal selber eine Runde gefahren, aber ich habe keinen Lkw-Schein, also ich werde mich irgendwann mal anmelden für eine Mitfahrt, weil das Produkt, das hier steht, ist immer ein Zusammenarbeiten von den Feuerwehrleuten, die sich die Mühe machen, genau sich zu überlegen, was brauchen sie, was für Ausstattung braucht das Fahrzeug, wo werden Umbauten benötigt. Und dann gibt es natürlich eine monetäre Seite, die einerseits in der Verantwortung des Landes und andererseits in der Verantwortung der Gemeinde liegt. Und man gibt eine Menge Geld aus bei einer so großen Stadt. Es ist ein schönes Gefühl, auch für solche Dinge Geld ausgeben zu dürfen. Stadtpfarrer Werner Pirkner weihte den neuen Wagen. Ja, die Fahrzeugweihe ist dazu da, dass, wie schon gesagt worden ist bei der Weihe, dass die Leute, die dieses Fahrzeug betätigen, dass ihnen nichts passiert, dass sie auch wieder von Einsam gut nach Hause kommen. Und dann hat man eine Party, die die Partnerschaft eingeht für das Fahrzeug und halt auch Spenden überreicht für das Fahrzeug. Es ist eine besondere Ehre, wenn man gefragt wird, dass man sowas sein darf. Und mein Papa, der war selber früher Vertreter für Feuerwehrautos und ich bin schon als Kind sehr oft mit zu Einsatzfahrzeugen mitgefahren und darum ist das was ganz was Besonderes für mich. Was kann dieses Fahrzeug denn? Was sind die Besonderheiten, die es hat? Es ist ein Versorgungsfahrzeug, das heißt, hat die Versorgung über bei Großeinsätzen, bei Katastropheneinsätzen, bei so große Einsätze wie Hochwasser und so, hat oben diverse Unterwasserpumpen, eine DS zum Auspumpen und einen Notstromgenerator. Wir können das auch wechseln, da kann man auch hinaufgeben für Sturmschäden, Pölzmaterial, Kettensägen und das Ganze. Und wir haben es für technische Hilfeleistung zum Abschleppen Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen eine Abschleppwelle hinten oben. 1893 wurde die Freiwillige Feuerwehr Kledering gegründet. Erster Kommandant war Thomas Hofstetter, der das Amt bis 1902 innehatte. Der jetzige Kommandant Johannes Hausenberger führte durch das Programm. Was bedeutet das denn für Sie? Ja, dass wir eigentlich eine altgediente Feuerwehr schon sind, mit viele Hoch und Nieder und viele Einsätze, die habe ich vorher schon beigetragen. Und ja, ich hoffe, es ist nach meiner Ära auch ein weiter Bestand der Feuerwehr. 125 Jahre, da ist ganz, ganz viel passiert. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass die Kommandanten immer über einen sehr langen Zeitraum das Kommando hatten, was sehr für den Zusammenhalt und das gute Miteinander spricht. Und ich hoffe und denke, dass auch diese Kommandanten-Ära möglichst lange halten möge, weil jetzt funktioniert alles großartig. Ich kenne es erst intensiver aus den letzten Jahren und komme immer gern nach Kledering und freue mich ganz besonders, dass es hier auch ordentliche Festeln gibt und dass wir so eine aktive, fleißige Feuerwehr haben seit so vielen Jahren. Wie waren für Sie jetzt die letzten Jahre hier als Kommandant? Sehr erfolgreich und sehr viel Einsätze auch und sehr intensive Arbeit. Wir haben viele ehrenwerte Gäste hier. Das freut mich sehr, dass trotz der Hitze von allen Ebenen Ehrengäste eingetrudelt sind. Und da gibt es einfach eine Menge zu beplaudern. Und ansonsten lassen wir unsere Feuerwehr nach 125 Jahren entsprechend hochleben. Was wünschen Sie denn der Feuerwehr Kledering jetzt? Ich wünsche Ihnen alles Gute, damit keiner bei irgendeinem Einsatz irgendwie in Gefahr gerät und dass Sie möglichst wenig Einsätze haben. Das wünsche ich Ihnen. Und viel Freude mit dem neuen Fahrzeug. Und dass wir alle wieder gesund, ich wiederhole mich leider Gottes, wieder von Einsatz zurückkommen. Und dass so bleibt die Kameradschaft, wie sie bis jetzt vorgezeigt wird und wir auch sie leben.